und willkommen zu einer neuen Runde Frage-Antwort. Diesmal wieder mit mir. Ich war im Urlaub, war echt entspannt. Die Allergie hat bei mir richtig zugeschlagen, der Heuschnupfen. Das wird man vielleicht auch im Video mal zwischendurch merken oder hören. Ich war in Luxemburg, habe ein bisschen Musik gemacht. War geil. Hat echt Spaß gemacht. Jo, ja, letztes Mal der Jan Fragen beantwortet. Diesmal bin ich wieder dran. Ich habe gehört, wir hätten jetzt nicht so mega viele am Start. Wird wahrscheinlich ein einfaches Video draus. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Jo, Mark Hope fragt, hi, hätte eine Frage für das nächste Q&A. Wenn die Rocketeer-Teilepakete kommen, womit muss man preislich rechnen? Und ist es für die Eintragung egal, ob man den Motor jetzt vom Jack oder vom Ford nimmt? Gruß, Marco. Preislich kann ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich diese ganzen Preisgeschichten nicht im Kopf habe. Lasst euch einfach ein bisschen überraschen, wenn die Pakete da sind. Seht ihr ja, wo sie liegen und was sie beinhalten. Und ob der Motor jetzt vom Jaguar oder vom Ford kommen muss, ich behaupte jetzt einfach mal ganz stumpf, das ist egal. Weil wenn der Motor-Kennbuchstabe nachher identisch ist und der Aufbau, wie man das Ganze mit Ansaugbrücke und so weiter verbaut und löst, gleich ist, ja, dann ist doch egal, aus welchem Fabrikat der Motor kommt. Weil es ist ja am Ende des Tages prinzipiell der gleiche Motor. Das ist ja ähnlich. Stumpfes Beispiel, 2 Liter Duratec NC, gab es im Ford. Wenn du einen Motorblock mit Kopf- und Ventildecke und so weiter irgendwie Plug and Play da reinkriegst, warum sollte es nicht gehen? Also warum sollte es da einen Unterschied machen? Ja. Markus B. fragt, Ducktail-Kofferraumklappe NB, habt ihr Tipps, wie die dritte Bremsleuchte im GFK-Deckel zu montieren ist? Ich dachte, es gibt eine Einbauanleitung für das Produkt, weil wir haben ein Teilegutachten dafür, also es muss eine Einbauanleitung geben. Ich würde jetzt einfach mal ganz vorsichtig auf diese verweisen. Sollte es trotzdem da nicht draus hervorgehen, wie diese zu befestigen ist, bitte E-Mail schreiben einmal. Ich gebe das dann weiter an meinen Kollegen Nico Hafner, der für dieses Thema Einbauanleitungen und Teilegutachten mitverantwortlich ist. Und dann können wir da entsprechend nochmal nachbessern und die Einbauanleitung entsprechend ausweiten. Aber ich habe es nicht im Kopf. Ich meine, es steht drin. Sollte es, wie gesagt, nicht der Fall sein, bitte einmal melden. Jo. Daniel Dato fragt fürs nächste Q&A. Erstmal vielen Dank für den Einblick und die Auflistung, die man beim Abstimmen beachten muss. Nun zur Frage. Könnte vielleicht ein bisschen speziell werden. kann man auch einfach an dem Zahnriemenrad an der Kurbelwelle einen Zahn ein Stück wegfräsen, um dadurch den fehlenden Zahn zu bekommen? Will einen Z5DE im BA mit einer Speedo-Ino betreiben und bin bis auf jetzt auf keine einfache PNP-Möglichkeit gekommen. Man könnte zwar versuchen, vom Zündfunkenverteiler das Signal zu bekommen, jedoch habe ich dann die Sorge, diesen zu beschädigen oder gar die ECU damit zu killen. In Klammern, wenn man einen eventuellen Fehler macht. Super Arbeit, die ihr da macht. Dankeschön zur Frage mit dem Zahn. Wenn du den richtigen wegnimmst, also an der richtigen Seite sozusagen, du kannst ja links oder rechts, wüsste ich nicht, was dagegen spricht, weil 36-1 oder 36-2 ist ja trotzdem für 360 Grad ausgelegt und die Zähne haben immer alle den identischen Abstand. Also wenn du jetzt ein 36-1 und 36-2 Triggerrad nimmst und legst die aufeinander, die Zähne, die da sind, decken sich 1:1 ab. Also komplett gleich sozusagen. Nur eine Scheibe hat halt einen Zahn weniger. Und sorry, ich habe gerade das ist irgendwie nicht richtig verstanden. War da noch eine Frage hinten dran? Mit dem Zündverteiler und Zündsignal? Nee, das war nur eine Idee von ihm. Achso, okay. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Gerne können wir vorher ein Bild zuschicken. Oder ich glaube, es gibt ein Bild im Onlineshop von dem Triggerrad. Da sieht man ja haargenau, wo die Zähne fehlen. Dann guckt man, dass man das bei sich 1:1 gleich macht und dann schön ja. Die Kante weg. Das ist aussieht, als müsste es so. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Also warum soll es nicht gehen? Perage oder was auch immer fragt, Frage fürs nächste Q&A. Thema MX5NB Batterie. Die einen sagen nur OEM Panasonic hält, andere meinen egal welche Batterien, Hauptsache passt rein. Die meisten scheinen sich einig zu sein, nur AGM zu fahren. Was ist eure Meinung dazu? Welche Batterie verbaut ihr, wenn eine defekt ist? Original Mazda. Wir machen da kein Risiko. Wir hätten problemlos die Möglichkeiten, andere Batterien, die auch problemlos passen, über Zulieferer und so weiter zu bekommen, die vielleicht ein bisschen weniger kosten, aber
Wir sind auch schon damit auf die Nase gefallen, dass Batterien ungewöhnlich schnell den Geist aufgegeben haben, obwohl das Auto einigermaßen normal benutzt wurde, vielleicht sogar ein Haltungsgerät dran war und so weiter und so fort. Also es ist keinen Grund gab, diese Batterie, sag ich mal, leer zu ziehen. Deswegen, wir fahren damit sicher. Es ist bestimmt ein bisschen teurer. Kann ja am Ende des Tages jeder selbst entscheiden, was für eine Batterie er nimmt. Wir vertrauen da auf Original Mazda und fertig. Ja. Relativ einfach. Und das halt durch die Bank durch. Kuro88 fragt, kommt so ein Kit für den Eigenbau wie fürs Rocketeer auch für das KL-Kit? Es ist, sag ich mal, Thema KL im MX-5. Ich sehe nicht in näherer Zeit dort ein Kit oder ein Gutachten oder irgendeine Vorstellung, das Ganze so darzustellen, wie wir es mit der Rocketeer-Version aktuell darstellen und auch in Zukunft noch weiter optimieren. Das Rocketeer-Ding hat sich halt so irgendwie rauskristallisiert aus dem Ganzen, muss ich sagen. Weil bei dem V6, von dem KL, müssten wir halt wirklich von Null auf das ganze Ding gewissermaßen neu entwickeln, weil die beiden Fahrzeuge, die KLs bisher haben, die sind, sag ich mal, das ist ja so reingebaut worden. Das ist ja nicht entwickelt, konstruiert und nachher hältst du alles dran, es passt einfach, sondern mit Anpassen, mit Abfräsen, mit Bohren, mit Machen, mit Tun und so weiter. Oldschool. So, Oldschool halt und vor allen Dingen dann, okay, hier sind die Brocken, die müssen irgendwie da rein. Das hat ja nichts mit einem Kit zu tun. Ein Kit musst du ja wirklich komplett neu entwickeln und da ist halt das Rocketeer-Kit gewissermaßen da war, zwar am Anfang noch nicht in der Güte wie heute, mit, sag ich mal, eben entsprechenden Weiterentwicklungen, inzwischen wirklich gut. Ist es halt viel, viel einfacher, das damit darzustellen, als mit dem KL. Klar, der KL ist vielleicht hier und da der etwas emotionalere Motor, bin ich komplett dabei, aber das ist einfach aufgrund der Masse an Projekten, die wir noch haben und was uns noch erwartet und was wir noch machen wollen, einfach überhaupt nicht auf dem Schirm und überhaupt nicht angedacht, das mal zu bringen. Ich weiß, es war eine Diskussion vor vielen Monaten gab es mal die Idee, yo, könnte man ja machen, aber es hat sich nicht rauskristallisiert, dass man es wirklich am Ende des Tages es sich lohnt, durchzuziehen gewissermaßen. Björn Wiegel sagt, einfach nochmal dickes Dankeschön für das geile Wochenende. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß und nach allen Umbaustrapazen hat das die Tage und Nächte unterm Auto mehr als entschädigt. Bilster Berg war schon richtig gut, aber Meppen hat es echt gerissen. Fürs Gut A, wann endlich Oschersleben? Oschersleben, ja. Mit den Strecken im Osten, ja. Da stehen wir nicht auf Kriegsfuß, aber es ist halt schon echt Gondelei, ne? Ich kenne Oschersleben, ich bin selbst schon gefahren, als ich diese Veranstaltung Asia Arena schon mehrfach besucht habe, bin ich auf freies Fahren dort damit gefahren. Boah Leute, meine Nase blickt mich um, es tut mir leid. Jetzt muss ich einmal schniefen, der Haffi wird wahrscheinlich sich einmal abkotzen. das ist halt die übelste Gondelei für uns und es ist nicht angedacht, das jetzt in näherer Zukunft zu haben. Ich weiß auch gar nicht, was es kostet, diese Rennstrecke zu mieten für einen Trackday, ob das überhaupt preislich da Sinn macht oder ob man das so wie bei der Bilster Berg irgendwie mit einem Trackday lösen würde, dass man sich da einkäuft, aber es ist nicht angedacht. Ansonsten vielen Dank fürs Feedback. Ich kann da nur zustimmen, ich war mit in Meppen. Es war, bis auf das kleine Malheur mit diesem Einstreckenabschnitt, ultra geil. Es hat so ein Fels gemacht. Ich bin wirklich auch einiges gefahren und mit der Pamela gar nicht mal so langsam. Björn und ich haben uns da so einen kleinen Showdown dann geliefert. Gut, irgendwann ist er einfach weggefahren, weil der NC schneller und der Björn auch noch. Miese Mischung, aber das war super geil. Also was ich da Spaß gehabt habe, das ist super. Sehr, sehr geiles Wochenende. Ich freue mich schon aufs nächste. Junge, Jobcenter fragt. Ich weiß, die Frage ist extrem grob, aber mal so Pi mal Daumen, Fahrwerk tiefer legen, Spurverbreiterung, Sportauspuff und größere Felgen als Standard, wie teuer ist das circa mit Einbau? Ich weiß, es gibt viele Preisklassen der jeweiligen Teile, sagen wir mal von allem das mittelteuerste. Welches Auto? Und welche MX-5-Generation? Also, ich sag mal, die Preise werden jetzt... Ah, Moment, er hat auf das... Kaufberatungs-ND-Video. Ah, okay, da geht es um ND, das ist ja schon mal ein Hinweis. Also Fahrwerk mit Montage und Eintragung für sich alleine, das sind schon mal 2000, 2001 Euro mit so einem Neomax-Fahrwerk von uns. Das ist schon mal, da ist schon mal ein Haken dran. Das ist komplett fertig und du fährst vom Hof. Spurplatten mit bei, Material plus irgendwie noch ein bisschen Eintragungsgebühr oben drauf, sagen wir, dass wir dann irgendwie bei 2,4 landen. Man hat Spurplatten genannt, oder? Ja. Dann, ich würde halt dann im Thema Felgen oder Spurplatten entweder oder machen.
Weil gerade bei Japan Racing Felgen ist es oft so ein Drama, dass die so einen Doppellochkreis haben, wenn es halt Spurplatten sind, die wiederum ein eigene Stehbolzen haben und so weiter, dann kannst du das nicht montieren, weil die Stehbolzen nicht in den anderen Lochkreis reinpassen. Das ist alles nicht so einfach. Also wenn Felgen über, würde ich halt gucken, Maße, Einpressive und so weiter, dass das Ganze ohne Spurplatten schön dasteht. Felgen, sage ich, liegt man halt je nach Felgenvariante und je nach Reifen zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Also bist du schon mal irgendwie bei 4, 4,5. Dann ist noch kein Auspuff drunter, also mit Auspuff und Montage. Aber ich würde sagen, ohne Fächerkrümmer Cut, ohne Abstimmung und so weiter, mit TÜV und allem drum und dran, bewegst du dich so um 6. Grob überschlagen. All inclusive, also Auto abstellen und mit fertigem Auto hier vom Hof fahren. Da ist kein anderer Heckdiffuser und so weiter, sondern einfach nur gewissermaßen alles Plug and Play. Muss mir leider die Nase putzen, an der Stelle müsst ihr mich mal muten. %, SAG, PDM/PDU finde ich super interessant. Leider ist gerade bei Haltech zum Beispiel idealerweise auch das Steuergerät von Haltech dank proprietärer Kann-Kommunikation. Sonst wäre es super interessant, gerade weil es auch 30 Ausgänge gibt. Gerade als Straßenfahrzeug läppert sich das Thema Ausgänge. Oder kann man da genug bündeln? Ja, die Geschichte im Straßenauto ist halt so ein Thema, ne? Das ist nicht der Zweck, wofür wir es verwenden wollen, und das ist auch nicht, sag ich mal, etwas, was wir für die Straße so anbieten wollen. Darum reiße ich das Ganze jetzt einfach mal ganz kurz. Oder kürze es halt ab. Ja. Das ist jetzt nicht die Antwort, die man vielleicht hören wollte, aber es dient dem Zweck und nichts anderes. Ja, und es gibt ein Straßenfahrzeug, wo das reinkommt. Ja. Ein super Spezialauto, was für einen Menschen zugeschnitten gebaut wird, mit Sonderzulassung gewissermaßen und so weiter und so fort. Das hat halt nichts mit einem standardmäßigen Straßenauto für einen normalen Kunden gewissermaßen zu tun. Ich weiß nicht mal, ob das geht. Es ist abgesprochen mit TÜV, dass es geht, weil es hier ein spezieller Fall ist, weil es, sag ich mal, die Bedingungen außenrum notwendig machen, aber ja das war's halt auch. Jo, Chlor fragt fürs nächste Kunde. Hallo zusammen. Erstmal finde ich es schön zu sehen, dass es in der Firma etwas entspannter zugeht. Man merkt in den Videos, wie sich die Lage beruhigt hat, nachdem ihr einen Cut mit neuen Projekten gesetzt habt. Weiter so. Ja, hat mal wieder einen kleinen Peak. Oder mehrere Peaks. Zu meiner Frage. Ich habe einen 6-Gang 2 Liter NC und möchte in Zukunft eventuell euer GBC Turbo Kit verbauen. Nun finde ich die Optik eines Single-Auspuffs besser wie der Duplex der Gruppe A-Anlage. Ist es möglich, falls es einen Single-Auspuff für den NC gibt, diesen mit dem Turbo-Kit einzutragen oder die Gruppe A-Anlage am Endrohr umzuschweißen, ohne dass die Betriebserlaubnis erlischt? Danke und bis bald. Boah, schwere Frage, das letzte Stück mit dem Auspuff. Ich weiß nicht, ob es so ohne weiteres zulässig ist, das Endrohr zuzumachen. Ich habe eine Aussage mal von einem TÜV-Prüfer, ein EG-genehmigtes Bauteil darf in keiner Art und Weise irgendwie verändert werden. Theoretisch nicht mal das Endrohr. Aussage. Ich kenne wieder andere TÜV-Prüfer, dem ist es egal. Und die Gruppe A für den NC gibt es nur mit Doppel? Nur Duplex, weil der NC hat ja serienmäßig Duplex. Ja. Deswegen ist es auch so gemacht und du kannst es auch meines Wissens nach noch nicht mal mit einem Ausgang bestellen. Beim ND ist es natürlich der Fall, weil der ND halt, sag ich mal, doppelt auf einer Seite hat. Da kannst du auch auf einen Endrohr zum Beispiel runtergehen. Aber der eine Ausgang ist halt serienmäßig. Und wenn es nicht irgendwo eine EG-genehmigte Abmessanlage gibt, die das hergibt, was nachher noch lautstärkentechnisch mit dem Turbo und so weiter funktioniert, dann sehe ich da jetzt halt im Zweifel erstmal keine Lösung. Im Zweifel. Es ist halt die Frage, ne? Was macht man am Ende des Tages? Geht mal hin, wenn wir jetzt sozusagen das ganze Thema mit Duplex-Anlage fertig machen, geht man privat für sich hin und sagt, okay, ich schneide jetzt das eine Rohr ab, mach da schön zu, schweiß es zu, mach das andere mir noch irgendwie hübsch, wie es mir gefällt, passt den Heckdiffuser entsprechend an, dass es schön aussieht. Juckt doch keinen, ist doch schon immer so gewesen. Könnte man ja meinen. Das muss halt jeder für einen Einzelfall für sich entscheiden, aber ich glaube, das können wir nicht produkttechnisch sauber hier vor Ort darstellen. Ich wüsste nicht wie, weil ich kenne keine Abmessanlage, die es so hergibt oder speziell ist die Gruppe A halt nicht. Das war wirklich sehr kurz. Es hat sich wirklich nicht so viel angesammelt.
War jetzt auch der Abstand nicht so riesig? Es stimmt wohl, ja. Ihr habt ja das Video gesehen, also wir sind schon wieder Zeitblase, ein bisschen weiter. Es ist ein bisschen in der Vergangenheit, dass wir das Video gedreht haben. Und ja, jo. Im Prinzip fast anderthalb Wochen. Genau, ja, fast anderthalb Wochen. Das heißt, wir hatten nur einen kleinen Abstand zwischen dem Video mit Jan, was ein Zweiteiler geworden ist, und diesem Video jetzt. Kompliziert. Jo, dann habt ihr natürlich jetzt mehr vom Sonntag. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag, guten Start in die Woche, oder? Mit Sonntag, ja. Ja, vielleicht könnte man aber noch erwähnen, dass nächstes Wochenende das Season Opening ist. Nee, das Sommerfest. Sommerfest, ja. Stimmt. Richtig. Wer nicht weiß, um was es geht, da ist das I. Wird ja Jan einmal kurz erklärt, was da los ist. Ansonsten, wir freuen uns über alle Besucher, die vorbeikommen. 17. und 18. 17. glaube ich nur unter Voranmeldung. War noch was mit abends essen. Ja. Die Details sind im Video nochmal geklärt. Ansonsten 18. kommt alle vorbei. Wir freuen uns auf euch. Eine Bitte. Wir haben es auch in den Videos schon genannt, es wird auch überall ausgeschrieben. Wir haben hier Bock auf das Ganze, die Stadt, die Anwohner und so weiter tolerieren das Ganze, wenn die Leute sich entsprechend vernünftig benehmen. Das heißt, ich glaube, es sollte klar sein, keine Burnouts, sonstigen Drehzahlparaden und so weiter und so fort. Einfach entspannt hier drauf fahren, einfach entspannt das Auto abstellen, rumlaufen, Spaß haben, genießen, und dann werden wir hier alle ein richtig geiles Wochenende haben. Ja. Cool, ich hoffe, das Wetter ist auch geil. Dann, jo, wie gesagt, schönen Start in die Woche. Wir sehen uns zur nächsten Gelegenheit. Bis dahin, ciao.